Hallo zusammen, ihr kennt sicherlich alle das Problem, ihr habt eine wunderschöne Terrasse, doch es liegt ständig Laub und anderes Gestrüpp drumherum, ihr müsst den Besen rausholen und dann ständig natürlich eure Platten sauber machen. All das ist aufwendig und da gibt es eine clevere Abhilfe und zwar eine Kehrmaschine und deswegen wollen wir euch heute mal die 5 besten und beliebtesten Kehrmaschinen vorstellen, die so unserer Meinung nach aktuell das Rennen machen. Also wenn ihr auch eine Kehrmaschine sucht, dann bleibt unbedingt dran, denn wir stellen euch heute die 5 besten und beliebtesten Kehrmaschinen vor mit allen Vor- und Nachteilen. Dann würde ich sagen, fangen wir auch sofort an und starten dann auch gleich mit Platz 5. Auf diesem Platz landet bei uns die Robby R18SW3 Akku Kehrmaschine. Gehen wir gleich mal zu den Vorteilen über. Wir haben hier wie gesagt eine sehr moderne Akku Kehrmaschine mit einem 18 Volt System, einen Kickschalter, 17 Liter Schmutzbehältervolumen, 2 Schnellspinbürsten, höhenverstellbarer Lenker, große Antriebsräder, die Nachteile, leider eine etwas geringe Kehrbreite und die Kehrmaschine kommt ohne Akku daher. Weiter geht es zu den Produktdetails. Wir haben hier also ein 18 Volt Akkusystem, die Schnellspinbürsten sind natürlich vorne integriert, wir haben Lenkrollen für die freie Bewegung, 2 rotierende Seitenbesen, höhenverstellbarer Lenker, abnehmbarer Behälter, Gummibereifung und ein Gewicht von 8,2 Kilogramm. Schauen wir uns die Akku-Kehrmaschine auch jetzt gleich mal direkt auf Amazon an und ich verlinke es euch auch unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein, klickt den Link an, dann kommt auch zu dieser Seite hier. Dann gehen wir gleich mal auf den Preis ein, sie kostet ja 176 Euro, es ist nicht die allergünstigste Kehrmaschine, die es auf dem Markt gibt. Aber ihr habt wie gesagt hier eine mit einem Akkubetrieb und es hat natürlich den Vorteil, dass ihr da umso weniger schieben müsst, weil einfach alles viel leichter geht. Gehen wir etwas weiter runter zu den technischen Daten. Hier wird mal ein bisschen was beschrieben, was sie so alles kann, auch das Gewicht her, welchen Akku ihr dort einsetzen müsst. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich noch einen Tick weiter runter und schauen uns dann auch gleich die Bewertungen an. Die fallen allesamt sehr positiv aus, wird als super Gerät bezeichnet und auch die weiteren Bewertungen finden, dass es wirklich eine sehr gute Kehrmaschine ist. Wie gesagt, die Kehrmaschine, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, also klickt mal auf den Link drauf, wenn ihr mehr über diese Kehrmaschine wissen wollt. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter zu Platz 4. Auf diesem Platz landet bei uns die Einhell TESW18-610 Kehrmaschine. Auch da starten wir gleich mal mit den Vorteilen. Wir haben hier ebenfalls eine Akku-Kehrmaschine. Mit dem Power-X-Stand-System wird diese betrieben. Wir haben hier einen verstellbaren Lenker, eine großflächige Reinigung, 20 Liter Schmutzbehälter, 2 Schnellspin-Bürsten, Lenkrollen sind auch mit dabei. Die Nachteile, ja, eine etwas kleine Kehrbreite und die Bürsten sind etwas weich. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal hier auf die Produktdetails. Wie gesagt, es gibt hier auch dieses 18 Volt Lithium-Ionen-System. Wir haben hier eine Leistung bis zu 1800 Quadratmeter pro Stunde, eine Kehrbreite von 610 mm, Schnellspinbürsten, Ein- und Ausschalter, Lenkrollen, ergonomische Form, 20 Liter Schmutzbehälter und ein Gewicht von 10,3 kg. Dann schauen wir uns auch mal diese Kehrmaschine hier direkt auf Amazon an. Hier nochmal die einzelnen Produktabbildungen. Wir können auch sehen, dass wie gesagt dieses Power Exchange Akkusystem für beinahe alle Einhellgeräte angewendet werden kann, sprich wenn ihr schon eins habt, dann ist diese Kehrmaschine genau das Richtige für euch. Der Preis, ja, 181 Euro, ist auch völlig in Ordnung, liegt hier wirklich im guten Rahmen. Und dann würde ich sagen, gehen wir etwas weiter runter zu den Produktmerkmalen. Hier wird nochmal alles, ja, mehr oder weniger gut dargestellt, was die Kehrmaschine alles leisten kann. Wie gesagt, sie hat 20 Liter Behältervolumen, da passt also auch einiges rein. Hier nochmal ein paar kleine Beispiele, wie und wo man die überall einsetzen kann. Wie gesagt, die kann man von der Werkstatt bis hin zur Terrasse draußen beim Laub auffegen überall hin verwenden. Die Bewertungen, die sehen auch gut aus, sind eine gute Investition. Der Dreck und Schmutz wird hier sicher und akkurat in dem Behälter aufgefangen und auch sonst sieht es hier wirklich gut aus. Wie gesagt, auch diese verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein. Platz 3. Auf diesem Platz landet bei uns die Cleankraft HKM 700 Handkehrmaschine. Schauen wir uns auch hier gleich mal die Vor- und Nachteile an. Wir haben einen sehr günstigen Preis, höhenverstellbarer Besen, 700 mm Kehrbreite, 20 Liter Schmutzbehälter. Die reicht für eine Fläche von 2800 Quadratmetern in der Stunde. Wir haben hier verschleißfeste Kehrwalzen, sie ist handlich und leicht. Die Nachteile, die Walzen drehen leider oft nicht mit und es ist nur für kleines Kehrgut gedacht. Die Produktdetails, wir haben hier ein sehr flaches Gehäuse,
zwei rotierende Seitenbesen, zwei Walzenbürsten. Die Seitenbesen sind aus Polyamid, sie ist höhenverstellbar, hat einen einklappbaren Griff, Gummibereifung und ein Gewicht von 10 Kilogramm. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns auch mal diese Handkehrmaschine ganz genau auf Amazon an. Und auch die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Also schaut dort mal rein, klickt den Link an, da könnt ihr euch nach dem Video nochmal über diese Kehrmaschine in aller Ruhe informieren. Hier nochmal ein paar kleine Abbildungen und dann springen wir auch gleich zum Preis. Das sieht sehr gut aus, 74,99 Euro, kann sich also durchaus sehen lassen. Hier nochmal ein paar kleine technische Daten, auch das 20 Liter Behältervolumen wird hier nochmal sehr gut hervorgehoben, da kommt ihr also ordentlich weit mit der Kehrmaschine. Und dann gehen wir auch gleich mal etwas weiter runter und schauen uns nochmal so ein paar kleine Produktmerkmale hier an. Da wird hier nochmal alles schön aufgelistet, die ganzen technischen Daten, aber ich denke mal, das könnt ihr euch auch nachher nochmal in aller Ruhe dann durchlesen. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal weiter runter zu den Bewertungen und auch da sieht es wirklich gut aus, eine großartige Kehrmaschine, genau richtig für den Preis. Die meisten Bewertungen fallen ja auch so zwischen 4 und 5 Sterne aus. Wie gesagt, auch diese verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, also schaut unbedingt mal rein und klickt den Link an. Nun würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal weiter und dann starten wir hier mal mit Platz 2. Auf diesem Platz landet bei uns die Kärcher S4 Twin Kehrmaschine. Und auch hier gucken wir uns gleich mal die Vor- und Nachteile an. Die Vorteile eindeutig der sehr gute Preis. Wir haben ein hochwertiges Markenprodukt, eine große Kehrbreite. Auch hier 20 Liter Schmutzbehältervolumen. Die Flächenleistung beträgt 2400 Quadratmeter in der Stunde. Wir haben hier eine platzsparende Verstauung, verstellbare Schubbügel, ein geringes Gewicht. Der einzige Nachteil ist natürlich hier der manuelle Antrieb. Dann schauen wir uns hier mal die Produktdetails an. Wir haben hier ein sehr flaches Gehäuse. Wir haben hier eine Seitenbesenkappe, Lenkrollen für eine freie Bewegung, zwei rotierende Seitenbesen, selbststehender Behälter, Trittfläche zum Klappen, Gummibereifung und ein Gewicht von 11,1 Kilogramm. Nun würde ich sagen, gucken wir uns auch mal diese hier direkt nochmal auf Amazon an. Hier nochmal die einzelnen Produktabbildungen, auch wie man sie genau verwenden kann für große Terrassen. Ja, anliegende Straßen ist das genau das richtige Produkt und auch diese Kehrmaschine, die gibt es unten in der Videobeschreibung verlinkt, also schaut unbedingt mal rein und klickt drauf. Der Preis 112 Euro, kann sich also auch hier sehen lassen, dafür, dass es von Kärcher kommt und ein wirklich durchdachtes System bietet. Hier nochmal ein paar technische Daten, da gehen wir etwas weiter runter, schauen uns die Produktmerkmale an, wurde auch hier ausgezeichnet mit der Note 1,7 vom Heimwerk Praxis. Und hier sehen wir dann auch nochmal, dass man die wirklich in allen vier Jahreszeiten sehr gut einsetzen kann. Dann schauen wir doch auch gleich nochmal hier einen direkten Vergleich zu den anderen Kärcher Kehrmaschinen an. Da schneidet die auch sehr gut ab. Es ist wie gesagt eine sehr kompakte Kehrmaschine, die auch leicht zu verstauen ist. Die Bewertungen sehen auch sehr gut aus, wird als super Kehrmaschine bezeichnet, als praktisches Gerät für zu Hause. Und auch wir sind der Meinung, dass sich die Anschaffung wirklich lohnt. Und wie gesagt, den Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Da kommen wir nun zu Platz 1, unserem Vergleichssieger. Es ist die Güte GKM 700 Kehrmaschine. Gehen wir auch hier gleich mal auf die Vorteile ein. Wir haben hier zum einen einen wirklich sehr guten Preis, eine große Kehrbreite, 14 Liter Schmutzbehälter Volumen. Die reicht für eine Flächenleistung von 2000 Quadratmetern in der Stunde, hat einen klappbaren Fahrbügel, große Antriebsräder, ein geringes Gewicht und ist einfach zu bedienen. Der einzige Nachteil ist natürlich auch hier der manuelle Antrieb. Aber ich denke, mit diesem kleinen Nachteil kann man durchaus leben. Schauen wir uns gleich mal die Produktdetails an. Wir haben hier ein hochwertiges Gehäuse, einen Gummiriemenantrieb. Auch hier sind Lenkrollen mit dabei. Wir haben hier zwei rotierende Seitenbesen, zwei Hauptkehrwalzen, abnehmbare Behälter, eine Gummibereifung und ein Gewicht von gerade mal 10,1 Kilogramm. Das ist also das ideale Gerät, was ihr hier so im Alltag verwenden könnt, auch um euer Laub hier perfekt aufzusammeln. Gucken wir uns auch hier nochmal kurz die Kehrmaschine genau an, auch diese verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein, klickt auf den Link drauf, dann kommt ihr auch zu dieser Seite hier. Wie gesagt, auch die Kehrmaschine wurde hier ausgezeichnet, der Preis 73,10 Euro, ist auch hier ein aktueller Bestseller auf Amazon, ist also wirklich hier eine sehr interessante Kehrmaschine, die auch hier einiges bietet. Gehen wir gleich mal weiter runter zu den technischen Daten und Produktmerkmalen, hier wird nun mal alles genau ausführlich beschrieben. Und auch hier die einzelnen Funktionen werden hier nochmal erklärt und auch anhand von den Bildern ein bisschen dargestellt. Die Bewertungen fallen auch sehr positiv aus. Es gibt hier sehr viele Bewertungen. Erfüllt vollkommen die Erwartungen. Ist hier auch eine tolle Kehrmaschine. Wie gesagt,
und auch wir finden, dass vom Preis-Leistungs-Verhältnis her diese Kehrmaschine im Grunde das Beste bietet, wenn ihr die nur ab und zu mal für den gelegentlichen Einsatz benötigt. Ansonsten würden wir euch die Kärcher Kehrmaschine empfehlen, aber wie gesagt, es ist letztendlich eure Entscheidung. Unser Vergleichssieger steht also eindeutig fest, es ist die Güte KGM 700 Kehrmaschine. Und jetzt schauen wir uns noch die Vorteile auf einen Blick an. Wir haben hier einen erstklassigen Preis, 700 mm Kehrbreite, 14 Liter Schmutzbehältervolumen, klappbare Farbbügel, große Antriebsräder und ein geringes Gewicht. So, das soll es jetzt nun gewesen sein zu den 5 besten und beliebtesten Kehrmaschinen unserer Meinung nach. Wie immer gibt es alle Informationen und Links unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein und klickt die Links an. Wenn ihr mehr über Staubsauger wissen wollt, dann schaut euch doch mal unsere Seite an, www.staubsaugertest24.de. Hier findet ihr wirklich eine sehr große Auswahl an Staubsaugern aus sämtlichen Kategorien, Staubsauger mit Beutel, Staubsauger ohne Beutel, natürlich Akkustaubsauger, wir haben hier Roboterstaubsauger und auch Waschsauger. Zudem gibt es hier sehr viele Produktberichte im Direktvergleich, da gibt es mal Testberichte und es gibt auch sehr viele interessante Ratgeber zu allen möglichen Themen. Ich bedanke mich nun fürs Zusehen, würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt und unseren Kanal abonniert. Bis bald!